Hamsch und ich das erste Mal bei diesem Jugendtreff dabei. Das war sehr interessant, weil wir neue Leute kennengelernt haben. Wir haben halt die Möglichkeit, mit Armeniern in Kontakt zu treten, uns auszutauschen. Das ist auf jeden Fall eine super Sache. Zu mir, ich bin 26 Jahre alt, komme aus einem kleinen Dorf im Münsterland, studiere aber in Düsseldorf, habe also eine sehr lange Fahrt. Ich studiere Mediadesign. Es ist sehr interessant, also Mediadesign ist einfach Kommunikationsdesign. Es geht um Kommunikation durch mediale Wege. Also sei es jetzt zum Beispiel durch Werbespots, durch irgendwelche Flyergestaltungen. Also es ist noch viel mehr. Dankeschön. Es geht darum, eine Verbindung zu schaffen, Dinge zum Beispiel dem Verbraucher näher zu bringen, zum Beispiel zu motivieren, etwas zu kaufen, etc. Meine Vision, also ich bin in Armenien geboren, mit 6 Jahren bin ich mit meiner Mutter nach Deutschland gezogen. Ich habe es mir auch nicht selber ausgesucht. Meine Mutter hat mir den Weg, sie hat mich nach Deutschland gebracht und ich finde das eigentlich sehr gut, weil ich sehr viele Dinge hier, also die Person, aus der mich quasi meine Mutter gemacht hat, oder Begebenheiten, das ist alles in Deutschland passiert. Ich bin sehr, sehr stolz, dass ich hier eine Bildung kriege, dass ich die Möglichkeiten habe, mich hier irgendwie zu entfalten. Was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass meine Mutter, zum Beispiel zu Hause haben wir immer Armenisch geredet, nicht Deutsch. Viele sagen dann immer, oh, das ist ganz schwierig, du verlernst und wirst dann Schwierigkeiten haben in der Schule. Ganz im Gegenteil. Also ich finde nicht, dass man Schwierigkeiten hat, denn es war einfach irgendwas, dieses Familiäre, was von Armenien, was bleibt, weil sonst habe ich ja nichts, was mich hier irgendwie an Armenien erinnert. Die 6 Jahre, an die kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Und deshalb auch Kultur, Essen, alles Mögliche war eher so dieses Armenische. Und in der Schule hatte ich eigentlich mehr deutsche Umkreis, hatte sehr viele deutsche Freunde und ich schätze beides. Also ich schätze sowohl die deutsche Kultur als auch die armenische. Und für mein Berufsfeld würde ich mir wünschen, dass man versucht in Armenien vor allen Dingen nicht zu sehr sich auf die Hauptstadt zu konzentrieren. Nicht, dass man es nicht tun sollte, sondern ich finde die Dörfer, also meine Familie kommt aus Wien, ist ein kleines Dörfchen in Arthasat und ich finde, dass man dort Perspektiven schaffen sollte. Die meisten dort leben ja durch die Landwirtschaft. Aber durch die Landwirtschaft, mein Onkel hat sehr viele Hektar Plantagen, kann man nicht leben. Man nimmt sich immer, es kommt halt auch immer darauf an, wie die Wetterverhältnisse sind. Du hast einmal Superstart, mal auch nicht, da musst du aber die Gebühren, die du die Kredite, die du aufgenommen hast, musst du ja wiederum tilgen. Und das kannst du nicht tilgen, weil du keine gute Ernte hattest. Ich finde, die Leute dort versuchen, oder gehen sehr viele Leute gehen in die Stadt, in die Hauptstadt. Viele Männer gehen nach Russland, um dort eine Arbeit zu finden, arbeiten dort auf dem Bau. Und, aber was hält uns? Was hält uns quasi in Armenien? Momentan hat man ja nichts. Diese Perspektive, worüber wir schon geredet haben, das muss geschaffen werden, damit irgendetwas uns auch in Armenien hält. Zum Beispiel, ich studiere hier. Ich würde sehr gerne Tumor Center for Creative Technology, ist super. Also ich würde das sehr, sehr gerne nach meinem Bachelor, wenn die Möglichkeit besteht, auch so ein Volontariat machen, weil da bringst du einfach Kindern, ich würde jetzt im Bereich Grafikdesign was Kindern beibringen. Kinder kriegen mit oder sie lernen Technologie zu schätzen, sie haben Einblicke in Design, eigentlich das, was unsere Zukunft was für unsere Zukunft sehr wichtig wird, ist, weil alles digitalisiert wird. Und deshalb würde ich da sehr gerne auch arbeiten. Aber wie Sie schon sagten, willst du zurückgehen oder nicht? Ich weiß nicht, ob ich zurückgehen möchte, also für immer, weil man einfach es gibt einige Dinge, mit denen man halt nicht einverstanden ist, wie man dort lebt. Und zum Beispiel, wie viel Geld du verdienst. Deckt es deine Kosten? Kannst du eine Wohnung bezahlen? Da gibt es zum Beispiel keine Krankenversicherung. Hier hat man soziale Leistungen, die man halt vom Staat kriegt. Da hast du das nicht. Ja. Gibt es
zu ermöglichen. Weil das ist, das ist das größte Problem gewesen, dass wir mit Leuten arbeiten, die Kultur und die Sprache nicht beherrschen und sozusagen dort im Einsatz sind. Wenn jemand wie Sie, was zum Beispiel dort für einen bestimmten Zeitraum bereit sind zu arbeiten, das wäre toll. Das ist entweder GEZ oder DAW oder der Stift. Meine Mutter sagt zu mir, nach deinem Bachelor solltest du eine Arbeit finden und arbeiten. Ich würde gerne es einfach ausprobieren, ob Armenien was für mich wäre, sozusagen. Es ist einfach super, dort Urlaub zu machen, seine Familie wiederzusehen und generell liebe es auch immer dieselben Orte zu besuchen, das ist also die Sehenswürdigkeiten. Aber kann ich da leben? Das ist eine andere Sache. Und das würde ich sehr gerne ausprobieren. Und zu meinen Visionen, ich fände es zum Beispiel sehr gut, Kooperationen, zum Beispiel Erasmus. Es gibt einige Projekte, dass man Erasmus-Projekte auch für Armenien anbietet. Ich hatte das einmal für Paris, da durfte man zum Beispiel, es gibt eine deutsch-französische Partnerschaft, einfach dort zu einer Universität und im Bereich Kartografie habe ich da gearbeitet und einfach mal zu schnuppern, wie es ist dort. Wie arbeiten die Franzosen, wie arbeiten die Deutschen und genau, das wünsche ich mir auch für Armenien, dass man einfach Jugendlichen zeigt, Einblicke gewährt, dass man eine Visaerleichterung hat, dass die Leute, wenn eine Visaerleichterung ist, okay, es gibt dann wiederum welche, die dann einfach auswandern möchten oder es ausnutzen, aber es gibt viele Leute, die einfach nach Deutschland kommen, um sich hier weiterzubilden. Sie bilden sich in Armenien weiter, wollen zum Beispiel hier einfach ihren Master machen. Ich finde es einfach gewährleistet, also es ist nicht negativ gesehen, dass man versucht, in Deutschland Bildung zu erlangen oder hier vielleicht auch in Deutschland seine Bildung weiterzugeben. Und diese Dinge finde ich für mich sehr wichtig und halt, dass man wirklich die Orte, die nicht so beleuchtet werden, wie Dörfer, dort mehr Fokus zu legen. Weil wenn wir die nicht beachten, wenn Jerewan blüht, und es gibt zum Beispiel momentan, haben die ein Restaurant, also ein Luftrestaurant eröffnet. Ich frage mich, warum? Warum macht man sowas? Wir haben so viele alte Kirchen, so viel Geschichte, Kultur, und wo wir halt restaurieren können, wo wir es bewahren können. Warum machen wir neue Dinge, um einfach zu impulsieren, dass wir mehr Touristen, nein, die Touristen kommen nach Armenien, nicht weil da so ein Restaurant am Luft oder so eröffnet wird. Die Leute kommen nach Armenien, um die Kultur und die Geschichte kennenzulernen, um einfach auch diese Gastfreundschaft. Das ist für mich wichtig. Es ist wichtig, es gibt zum Beispiel auch so kleine Start-ups, die machen in eher so ländlichen Gebieten einfach zum Beispiel so Wohnhäuser für Touristen und können einfach kennenlernen, wie es ist, so auf dem Land zu wohnen, einfach mit der Natur in einem Einklang zu sein und nicht im turbulenten Stadtviertel, wo Bars und Cafés sind. Und genau, das wäre so jetzt meine Vision für Armenien, mehr Kooperation zu schaffen zwischen verschiedenen Ländern, dafür zu sorgen, dass Dörfer halt zum Beispiel, dass sie Fächer bekommen, dass es Fächer gibt, wie Darstellen und Gestalten hatte ich zum Beispiel hier in Deutschland. Man hat Theater gemacht, man hat gemalt und gezeichnet, man hat Ausstellungen besucht, man hat selber Fotografien ausgestellt, dass man einfach es quasi von den Schulen an schon anfängt, in Fächer einzubauen und dass die Kinder in Berührung kommen mit Kunst. Dass solche Fächer auch toleriert werden, dass man nicht sagt, werde Banker oder werde, ich weiß nicht, irgendwas, wo du halt sehr viel Geld verdienst, sondern das Handwerkliche, das finde ich sehr wichtig. Meine Mutter sagt immer, das kann ich jetzt schlecht, glaube ich, übersetzen, aber wer ein Handwerk beherrscht, ist nicht hungrig. Also wenn du etwas schaffst, also mit deinem Werk, dann wollen wir Boden. Genau, okay. Und das finde ich halt, da hat sie vollkommen recht, weil wenn du ein Handwerk beherrscht, hast du halt immer, immer halt zu Hause essen. Und wenn du irgendwann ist die Bank leitest, was machst du dann? Da kannst du nicht mal irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas designen oder so. Wie bitte?
Geld mit nach Hause zu nehmen. Und ja, das wäre so meine Empfehlung. Fragen? Vielen Dank. Danke auch. Vielen Dank, Emilia. Fragen zu Emilias Vortrag? Ich habe eine Frage. Wir haben wenig über Media Design gesprochen. Wir haben über soziale Sicherung in der Armee gesprochen, über die Arbeitsplätze, mehr Dekonzentration von der Hauptstadt in die quasi Regionen, in die Dörfer. Zum Beispiel, du als Media Designerin, künftige, was könntest du in Akasha, in eurem Dorf Wien, mit deiner Branche anfangen? Mit meiner Branche. Ja. Ich finde, all das, was ich vorher schon genannt habe, hängt zusammen. Also wir müssen ja, wenn wir das nicht schaffen können, so eine Basis, dann ist es einfach schwieriger in meinem Bereich irgendetwas zu bewegen. Tumor Center finde ich zum Beispiel ist ein super Beispiel. Das ist halt, aber es gibt es ja schon. Es ist ja ein Ehepaar, was alles halt selber finanziert hat und es gibt sehr viele über 5, glaube ich, Orte in Armenien und ich glaube, die nächsten waren in Paris und Beirut. Und ich finde, da könnte ich eher was machen, dass ich dort arbeite. Die wollen nämlich auch sehr gerne aus dem Ausland Studenten oder einfach Fachkräfte, die suchen danach. Aber du bist halt für eine kurze Zeit da. Deshalb fragte ich mich halt, inwiefern könnte ich dort leben, also dass ich halt dieses Finanzielle, weil ich bin ja keine Millionärin, dass ich sage, ich kann mir da eine Wohnung etc. leisten, sondern ich muss ja arbeiten, um Geld zu verdienen, auch für mich. Und die ganzen Volontariat sind halt nicht bezahlbar, die werden nicht bezahlt. Und Sie sagen, Sie brauchen eine Organisation, die sozusagen das abcheckt. Ja. Und also ich kenne, weil ich jetzt nicht mehr vor Ort bin, aber Tumor ist eben, wie gesagt, eine gute Adresse. Ja. Hat jemand noch Fragen an Emilia? Nein. Weil, gut.
Folgendes, du hast in deinem Exposé, die du mir geschickt hast, überall, geschrieben, dass du dir wünschst, dass es mehr Marketing und mehr Firmen-Marketing-Firmen dort tätig sind und mehr Werbefirmen dort tätig sind im Bereich der Media, also Internettechnologie und Mediadesign. Und jetzt wollte ich speziell fragen, soll Armenien unter einem CI-Element im Mediadesign international auftreten, als Botschaft, als eigenes Gesicht, als eigenes Ansehen zu bewahren? Und was denkst du zu diesem Thema? Danke für die Frage. Also ich würde sagen, nein. Ich finde, wenn man versucht, halt unter einem CI aufzutreten, dann zeigt man nicht, dass man offen ist für viele andere Dinge. Wenn wir, also in Armenien selbst, finde ich, sollte es verschiedene Bereiche geben. Man soll halt diese Kreativität ist dann nicht mehr da, wenn man quasi ein Bild hat, das man nach außen transportiert. Und deshalb finde ich wichtig, dass man, ich persönlich kenne zum Beispiel keine Werbebranchen, Werbeagenturen, all das, was ich jetzt in Armenien, also Tumor kenne ich, weil das halt sehr publik ist. Wenn man zum Beispiel durch Armenien reist, sieht man halt Bilder von irgendwelchen Friseursalons als Beispiel. Hast du einfach Bilder von irgendwelchen Stars etc. Das alles darf man gar nicht, weil das Bild rechtlich geschützt wird. Du darfst nicht einfach irgendein Bild nehmen und ich finde, da sollte man auch dieses Medienrecht, das alles kriegst du halt mit, wenn du in der Schule Fächer hast. Ja. Anusch hat jetzt. weil wir jetzt gerade über Marketing viel gesprochen haben. Also als ich jetzt zum Beispiel das Projekt organisiert hatte, wurde ich tatsächlich auch von der Marketingagentur in Armenien angeschrieben. Ich weiß nicht, aus welchen Kanälen, also auf der Website war mein Name zu sehen, deswegen denke ich mal, haben sie mich aus dem Grund irgendwie angeschrieben und gefragt, ob sie für uns das Marketing übernehmen können für dieses Projekt. Und ich spreche jetzt deshalb darüber, weil ich an sich eigentlich total gerne, also weil ich ja das mitorganisiert habe mit einer Kollegin von mir und wir hatten eigentlich ziemlich ein gutes Budget, vor allem weil es ein europäisches Projekt war, dementsprechend hatten wir zum ersten Mal das Budget dafür, das was zu finanzieren. Allerdings war das große Problem, woran das gescheitert oder gescheitert ist und woran ich dann halt auch kein Interesse hatte, war, dass ein unglaublicher Preis dafür verlangt wurde. Also das ist halt das Problem. Das meiner Meinung nach, wenn Marketingfirmen, das wären super Sachen, Marketingfirmen in Armenien, die in Armenien ansässig sind, kooperieren mit Diaspora-Armenien, Armenier, die überall in der Welt verteilt sind und vielleicht bestimmte Stellen einfach besetzen und den Zugang zu diesen Stellen auch haben und den Zugang zu diesem Land. Das ist eine super Sache. Das ist eine tolle Kooperation, die ich auch sofort unterstützen würde. Allerdings muss dafür einfach die Rahmenbedingungen dafür gegeben sein. Und ich hätte diese Marketingfirma super gerne unterstützt und hätte auch meiner Kollegin eingeredet oder überredet und gesagt, das ist eine super Sache, dass wir diese Kooperation machen. Allerdings muss einfach von vornherein in gewisser Weise auch geschult werden, inwiefern, worauf muss ich achten und was ist wichtig, um in diesem Bereich auch in gewisser Weise auch Erfolg zu haben. Also erstmal, dass natürlich der Preis erstmal stimmen muss. Also du kannst nicht da reingehen und sagen, okay, das ist jetzt Deutschland, also müssen wir ein riesen Budget haben. Also von der Perspektive aus muss man sich vielleicht darüber informieren vor allem. Und vorher, da könnte auch der Anknüpfungspunkt für die Diaspora Armenien sein. Wo bleibt die Frage? Hier ist es keine Frage. Ach, das ist keine Frage. Ich dachte, du wolltest keine Frage. Ich wollte das nochmal nennen. Okay. Ja, also das ist. Ja. Ich mache mal einen guten Hinweis. Ja. Ja. Gerade in dem Bereich. Fragen an Emilia? Vielen herzlichen Dank, Emilia. Ich bedanke mich bei allen Anwesenden. Das war, ich glaube, ein sehr interessanter Abend, Dialogabend, meine Visionen für Armenien in Kooperation mit dem Jugendverband ARI, der Armenier in Deutschland. Und ich bedanke mich bei allen unseren Sponsoren, bei unseren Förderern, beim Kulturamt, im Bezirksamt Berlin-Lichtenberg, bei unseren Schirmherren, den Bezirksbürgermeister Herrn Michael Grunst und beim Herrn Professor Dr. Martin Petzold,
sowie ganz herzlichen Dank an das Kulturhaus Karlsruhe und an Sie persönlich. Vielen Dank, dass Sie diese Räumlichkeiten uns zur Verfügung gestellt haben, auch technisch uns unterstützt haben. Und jetzt ist es frei. Sie können sich auch Getränke mal nehmen und frei miteinander sprechen. Genießen Sie die letzten Momente dieser Ausstellung, weil im Anschluss werden diese Bilder abgebaut. Heute ist der letzte Tag. Bitte gerne schön. Vielen Dank. Das ist eine große Gruppe. Es gibt ja auch hier zum Beispiel eine armenische Gemeinde, sozusagen auf der anderen Seite Berlins. Und ich habe eben gelernt, und darunter leide ich, es gibt eben manchmal sehr viele Einzelpersonen. Das ist unglaublich schwierig, die Leute zusammenzuführen. Und wir wollen jetzt noch unseren Abend mit einer musikalischen Umrahmung wieder abschließen und bitten unsere nette, liebe Pianistin Nelly Schmallenberg ein Stück für uns aufzuführen. Vielen Dank.